täglich grüßt der Anreischke. Sechsmal am Tag, jeweils beim Stundenschlag, ertönt am Duderstädter Rathaus ein Glockenspiel und diese Turmluke öffnet sich. Der hölzerne Geselle steht für den Festungsbaumeister Andreas, plattdeutsch Anreis. Im 16. Jahrhundert leitete er den Bau des Ringwalls. Er leistete gute Arbeit, denn diese 3,3 Kilometer lange Befestigungsanlage ist bis heute erhalten geblieben. Als eines der schönsten im deutschsprachigen Raum und eines der ältesten Deutschlands vereint das Rathaus Baustile aus 5 Jahrhunderten. Besucher finden im Tonnengewölbe Exponate zur Stadtgeschichte und zum Schützenwesen. Einmal in die Vergangenheit eingetaucht, führt der Weg zum ehemaligen Gefängnis, in die Salzkammer, in die Folterkammer oder doch lieber in den Rathaussaal.